Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute dreht sich alles um meinen Freundschaftscode, meine Freundschaftsliste und einen Trick sozusagen, mit dem ihr ja mehrfach eure Freunde abkassieren könnt, EP farmen könnt nochmal. Und erstmal will ich damit anfangen. Viele schreiben mir immer in die Kommentare, ob sie mit mir befreundet sein können und hinterlassen ihren Freundschaftscode. Vielen muss ich dann die Nachricht hinterlassen. Meine Liste ist leider voll. Die 200 sind voll. Das wissen auch nicht alle, dass es ein Limit gibt. Man kann nur 200 Freunde haben. Dann steht immer da, hat keinen Platz mehr in seiner Freundesliste. Dann müsstet ihr erst einen löschen, damit ihr überhaupt Anfragen bekommen könnt. Wenn ihr dann 10 Anfragen habt und habt nur einen Platz, müsst ihr ja gucken, wen von den 10 nehme ich jetzt an. Ist halt immer doof. Ich versuche immer, dass ich 199 habe, damit ich Anfragen bekommen kann. Und sobald ich dann sehe, dass welche inaktiv sind oder auf beste Freunde aufsteigen, mit denen man wirklich gar nichts mehr zu tun hat oder so, dass man die wieder raussortiert, Platz macht für neue, dass da jeder mal durchwechseln kann. Richtig korrekte Leute und Leute, mit denen man viel zu tun hat und mit denen man auch oft raidet oder viel tauscht oder sonst wie, die lasse ich natürlich auch in der Liste, auch wenn wir beste Freunde sind. Man hat ja auch die Möglichkeit der Glücksfreunde und so weiter. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich werde meinen Freundschaftscode einfach jetzt ab dem Moment unter jedes Video posten. In der Beschreibung findet ihr den. Unter jedem Video ist mein Freundschaftscode verlinkt. Mit auch einem Text dazu zur Erklärung. Ihr seht ihn ja hier auch nochmal. Den habe ich auch hier auch eingeblendet. Und ihr könnt mich also adden. Und ich gucke dann, wenn ich Platz habe, werde ich euch hinzufügen. Und ich werde ab jetzt auch strenger danach gehen, wenig aussortier, wer drin bleibt, denn es ist wirklich so, viele Leute kommen an, die schicken ihren Code, du addest die, nachdem du sie geaddet hast, schickst du ihnen ein Geschenk, erstmal zur Begrüßung und 2 Wochen später merkst du, sie haben das Geschenk immer noch nicht geöffnet, sie haben in den 2 Wochen selber auch kein einziges Geschenk an dich gesendet und dann siehst du, der Account ist vielleicht gerade mal Level 15 oder so und da tut sich wirklich nichts, 40 gefangene Pokémon und dann denkst du dir, okay, das ist es nicht wert, dass so jemand dann die Liste zumüllt, sagen wir mal. Es ist nicht böse gemeint, aber es soll trotzdem für Leute sein, die aktiv sind, die viel hin und her machen, die einfach bei der Sache sind und denen möchte ich die Möglichkeit bieten. Deswegen werde ich jetzt genauer darauf achten, wer neu in die Liste reinkommt, wo dann einfach nichts passiert, der wird also schnell wieder rausfliegen oder auch Leute, die jetzt Stufe 3 erreicht haben und seit Stufe 3 dann nicht mehr spielen. Ihr seht, die haben noch als letztes Pokémon ein Gefangenes von einem Event, was vor einem halben Jahr war, wo auch wirklich gar nichts mehr geht. Dann wird auch bei Stufe 3 aussortiert. Man sieht ja immer manche, die verlieren die Lust am Spiel oder spielen schon gar nicht mehr, liegen dann in der Liste und müllen da alles zu. Das muss nicht sein, deswegen werde ich jetzt strenger drauf schauen. Man sieht ja meistens auch immer, wenn dort steht vor 2 Tagen das und das gefangen, bei anderen steht heute, da wisst ihr, die machen was. Wenn natürlich immer zu steht heute, die öffnen trotzdem nichts und schicken nichts und das die ganze Woche so, dann seht ihr, die sind aktiv, aber ja, die machen nichts. Dann wenn die sowieso Prioritäten woanders haben und lieber bei anderen öffnen oder anderen was schicken, dann okay, dann sollen die halt erstmal die anderen Sachen machen und können sich ja dann später nochmal mit einem verbinden. Das also dazu, der Code steht also jetzt immer unten drin unter den Videos. Ihr könnt also fleißig adden und ich gucke, wie ich das mache, wenn Anfragen da sind, dass ich da welche annehme, dass ich da welche raushau und so weiter. Ist jetzt für euch, damit ihr nicht immer fragen müsst danach und damit ihr einfach lustig drauf hinzu adden könnt, wie das so aussieht. Und dann habe ich noch was Interessantes entdeckt, denn früher habe ich so gemacht, immer wenn ich zu beste Freunde aufgestiegen bin und ich wusste, gut, die Leute, die sind jetzt nicht so aktiv, die siehst du im Monat vielleicht einmal bei einem X-Raid, dann nehmen die eigentlich nur Platz weg, auch wenn die hier aus der Umgebung kommen oder so, du löscht die erstmal. Wenn die dann zu einem Raid kommen, kannst du dir hinzufügen vorher, ihr könnt den Raid zusammen spielen, der Freundschaftsbonus bleibt ja erhalten, die 4 Sterne, die 4 Level, die gehen ja nicht weg. Wenn ihr jemanden löscht und danach wieder hinzufügt, sind die 4 Sterne ja immer noch da.
Habe ich auf jeden Fall gedacht, bisher. Und jetzt ist es passiert beim Mirkosoft. Der war nämlich lange Zeit, der ist weggezogen, der war nicht mehr hier in der Umgebung. Jetzt habe ich ihn bei einem Raid wieder getroffen, weil er eine Zeit lang jetzt wieder hier in der Umgebung aktiv ist. Wir haben gesagt, wir können uns ja wieder verbinden. Der Freundschaftslevel ist ja auf 4, wir sind ja beste Freunde. Vielleicht werden wir auch Glücksfreunde. Ich schicke dir mal eine Anfrage, du schickst mir eine Anfrage. Wir nehmen an, hin und her, was ist passiert? Der Freundschaftslevel war weg, es hat wieder bei 0 angefangen und es war kein einzigster Stern. Er hat mir dann ein Geschenk geschickt. Wenn ich das annehme, kommt der erste Stern hinzu und das, obwohl wir schon auf beste Freunde waren, dann aber über 90 Tage entfreundet waren. Und das hat er mir gesagt, dass da hat er die Erfahrung gemacht, wenn das wirklich mehr als 90 Tage auseinander ist, wird der Freundschaftsfortschritt resettet. Da kann man jetzt was draus machen oder nicht. Bei seinem kleinen Account, den habe ich hinzugefügt, der ist immer noch Stufe 4, der ist noch nicht so lange entfreundet gewesen, der große aber schon. Jetzt könnte man sagen, da kann man ja ein bisschen tricksen, man kann auch so gucken, welche Leute kennt man denn gut, mit welchen Leuten hat man einen guten Draht. Man könnte bei den Leuten, die in der Umgebung sind, die mit euch täglich Raids machen, wäre es ja sinnlos, die aus der Liste rauszunehmen, weil dadurch habt ihr ja Vorteile beim Raiden, ihr habt mehr Bälle, ihr macht mehr Schaden, ihr könnt Glücksfreunde werden, aber die Leute, die irgendwo am Ende der Welt sitzen, die ihr cool findet, die aktiv sind, die wirklich jeden Tag ihr Ding machen, ihr aber trotzdem nicht zusammen raiden könnt, ihr trotzdem nicht zusammen spielen könnt, die könnte man theoretisch jetzt also löschen. Dann warten, bis die Zeit um ist, dann wieder hinzufügen. Ihr wisst ja trotzdem, das ist ein aktiver Spieler. Ihr seid ein aktiver Spieler und dann ist gewährleistet auch, dass der jeden Tag wieder seine Geschenke öffnet und seine Geschenke schickt und alles drum. Und dann wird in relativ kurzer Zeit dieser Level natürlich wieder aufgebaut von 0 auf 100, also von Stufe 0 auf Stufe 4. Und so könntet ihr euch theoretisch nochmal alle Boni abholen, alle besten Freunde nochmal abstauben, nochmal dazukriegen. Könnte man so machen für Leute, die jetzt nicht unbedingt so viele Freundschaftsanfragen haben oder Freunde, die sowieso immer so 50 Leute auf der Liste haben und sagen, na gut, ich krieg keine neuen Freunde, mir fehlen die Erfahrungspunkte. Die könnten das nutzen, um eben sich nochmal die Erfahrungspunkte zu holen. Andere würden jetzt sagen, bevor ich dann mit einem anderen nochmal von 0 auf 100 gehe, kann ich doch auch neue Leute einfach von 0 auf 100 machen und den Rest so lassen. Das ist okay, wenn ihr die Möglichkeit habt und habt viele Anfragen und habt viele Freunde und könnt mit vielen aufsteigen und kennt viele aktive Spieler, dann braucht ihr das eigentlich nicht. Aber wie wir nun wissen, nach ca. 90 Tagen ist man beste Freunde und wenn man sich entfreundet, ist man nach 90 Tagen wieder nichts, dann wird der Freundschaftslevel wieder resettet und ihr könnt von Neuem die Herzen wieder anfangen und könnt nochmal Erfahrungspunkte sammeln. Wenn ihr also jemanden kennt, nutzt das, tut euch wieder hoch pushen. Wenn ihr nicht aufeinander hängt und jeden Tag da miteinander raidet, dann nützt euch der Freundschaftslevel in dem Sinne ja eh nichts. Also könnt ihr auch über die Distanz nochmal einen Best Friend aufbauen. Wer das schon wusste, schreibt es mal in die Kommentare. Wer das noch nicht wusste, schreibt es auch mal rein. Haben wir jetzt geguckt. Ist eine coole Sache, finde ich. Oder auch nicht. Jetzt müsste ich nämlich einige Leute zurückholen, die ich gelöscht habe, wo ich immer gesagt habe, mach dir keine Sorgen, ich habe dich zwar entfernt wegen Platzmangel, aber wenn wir uns sehen und hinzufügen, es ist immer noch alles beim Alten. Jetzt wissen wir, es kann sein, dass gar nichts beim Alten ist, dass alles verkackt ist, alle gelöscht sind, alle resettet sind und jeder bei Null anfängt. Aber gut, wenn die Leute trotzdem aktiv spielen, kann man das ja schnell wieder ranholen. Wenn sie nicht aktiv spielen, dann lohnt sich das ja vielleicht auch nicht, dass sie in der Liste sind und den ganzen Platz wegnehmen. Ihr habt also jetzt meinen Freundschaftscode in der Beschreibung, der steht jetzt unter jedem Video drunter und manche geben sich da immer Mühe, wenn die ihren Freundschaftscode schicken, machen immer spezielle Texte dazu, Vorsicht, heiß und fettig, ruf jetzt an, hin und her. Andere, die knallen ihren Code einfach hin, sagen gar nichts dazu und das war's. Also manche sind da schon sehr kreativ, haben auch coole Namen und da merkt man auch schnell, der ist korrekt und dem schickt man gerne was und der schickt auch gerne was zurück. Die prägen sich dann ein, die will man dann auch in der Liste behalten. Und ja, das war es trotzdem, glaube ich, von meiner Seite aus.
Wie gesagt, probiert's mal aus. Wenn ihr mal jemanden entfernt habt, fügt den mal hinzu. Guckt mal, ob das so passt mit den 90 Tagen. Bei uns, wir haben die Erfahrung also gemacht. Wenn ihr frisch jemanden entfernt und hinzufügt, ist das alles gleich. Das wird nicht resettet. Aber wenn ihr mehr als 90 Tage entfreundet seid, müsst ihr theoretisch bei 0 anfangen. Das kann man jetzt nutzen. Man kann es auch ignorieren. Je nachdem, wie ihr möchtet. Nur als kleiner Tipp am Rande, mein Freundschaftscode ist da. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.